Sie begrüßen wirklich jeden Einzelnen hier. Ja, warum nicht? Das ist toll. Grüß Gott. Und ich auch, genau. Grüß Gott. Hallo. Ein besonderer Tag heute, auch für Sie? Ja, wir haben heute einen Regionaltag für die westliche obere Steiermark. Ja, und wir werden überlegen oder hören, was die Anliegen der Menschen in dieser Region sind. Was verbindet Sie mit dieser Region? Ich bin der Generalvikar dieser Diözese und an sich bin ich mit Zecca sehr verbunden. Aber uns geht es uns sehr darum, wirklich zu erfahren, was eben in der Vielfalt dieses Landes die Anliegen der Menschen hierzulande sind. Es ist nicht alles städtisch, es ist nicht alles oststeirisch, sondern jede Region hat ihre eigenen Akzente und das ist eben hier auch einmal zu erfragen und von den Leuten zu erkunden, wo der Schuh drückt sozusagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bis morgen. Der erste Programmpunkt beim Tag in der Region Obersteiermark West nennt sich Anfänge und Visionen. Er findet in der Abtei Seckau statt. Wir wollen den Tag betend beginnen. Das Regio-Team verspricht Aufbrüche, Visionen, Chancen und Ideen ins Bild gesetzt. Von jedem Tag in der Region erwarte ich mir etwas Gemeinsames, dass die Leute sich zueinander umdrehen, nicht nur am selben Ort, sondern in der ganzen Region, und zwar nicht nur Katholiken in der Kirche zueinander umdrehen, sondern auch politisch Verantwortliche, kulturelle Verantwortliche in der Region auch zueinander umdrehen und begreifen, dass ihre Region eine kleine Welt ist, in der die große Welt ihre Probe ein bisschen besser halten kann, als es derzeit, wenn wir uns im Welthorizont umschauen, tut. Und ich hoffe, dass es ein sehr dynamischer, ein sehr lebendiger Tag wird. Und mit diesem Weckruf sind dann in der Abtei in Seckau über 200 Gäste in den Tag der Region gestartet. Bereits die Einstimmung auf den Tag hat es ganz deutlich gemacht. Der Weckruf gilt allen Menschen in der Region und soll sie daran erinnern, sich der Vielfalt ihrer Schätze bewusst zu werden. Gelegenheit dazu hat es in den Arkaden der Abtei genug gegeben. 26 Bildstationen, die zeigen,
wie Menschen in der Region denken, Träume in die Realität umsetzen, die Welt mitgestalten. Die Stationen zeigen neue Wege der Firmenvorbereitung, informieren über die Online-Gottesdienste der evangelischen Gemeinde in Judenburg und rücken spannende Projekte der HTL Zeltweg in den Mittelpunkt. Die Menschen hinter den Projekten haben geduldig mit allen Interessierten geplaudert. Ja. Also Sie sind in so einem Kindergarten, oder? Im Pfarrkindergarten in Kindergarten. Aha. Ja. Da gibt es gar kein Spielzeug. Das ist nur ein Projekt für 3 Monate. Also. Das ist so ein vorbeugendes Projekt, wo es um Suchtprävention geht. Wo eben 3 Monate lang das Spielzeug weggeräumt wird, wo nur Möbeln, Polster, Matratzen, Kluppen, Schachteln, Schere zum Schneiden und Kleber so da ist und wo die Kinder einfach angeregt werden, sich selber zu beschäftigen, ja, wo sie selber Ideen entwickeln, wo sie eben mit Raum und Zeit... Ja, das geht heutzutage schon ziemlich stark. Genau. Sie sind sehr fremdbestimmt. Bei mir sind wir halt noch im Wald gegangen, ja, haben einen Schulentag gehabt, ja, oder den Stall gebaut, genau, und das ist so. Jetzt ist es aber teilweise so, dass, ja, man sagt, das ist so langweilig. Ja, 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 das ist genau. Es, ja. Und nach Kaffee und Kuchen heißt es dann ab in die Busse zu Station 2. Warum habt ihr euch entschlossen, heute mitzufahren? Ja, was das wichtig ist, was sich in unserer Region tut und auch vor allem, was sich in der Kirche verändert. Jetzt geht es in die Verladehalle der Firma Pabst, wo wir Seele und Charme der Region zu spüren bekommen.